Ärztestreiks, Ärztemangel, Arbeitszeitdiskussionen. Das vielgerühmte österreichische Gesundheitssystem scheint ins Wanken zu geraten. Fachleute aus allen Bereichen des Gesundheitswesens sehen beim Forum Spital 2015 großteils schwarz bezüglich einer baldigen Einigung im Streit des Wiener Krankenanstaltenverbunds mit der Ärzteschaft. Also ich glaube, dass es wieder auf die Straße geht, einfach weil die Fronten dermaßen verhärtet sind. Keiner kann da mehr nachgeben. Ich habe auch selten einen so dilettantischen politischen Prozess erlebt. Im Hinblick auf die bevorstehende Wienwahl wird vielfach auch über wahltaktische Beweggründe der Interessensvertretungen gemutmaßt. Der Ex-Gewerkschafter sieht die Forderungen der Ärzteschaft als vollkommen überzogen. Nein, das kann nicht sein und geht nicht. Schauen Sie, ich verstehe hier die Wiener Stadtverwaltung vollkommen und die Stadtregierung, da ist der Plafond erreicht. Die Ärzteschaft stellt dem Sozialminister eine Route ins Fenster. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Pflegebereich läuft uns davon, weil sie einfach nicht mehr bereit sind, unter diesem enormen Druck, der auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lastet, weiterzuarbeiten. Vor allem, weil es in deutschsprachiger Umgebung durchaus attraktivere Alternativen gibt, ohne dass ich eine Fremdsprache lernen muss. Und da werden sich unsere Träger ein bisschen bemühen müssen, unsere Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten. Immer wieder betont der Ärztevertreter, es geht natürlich nicht vordergründig um das liebe Geld. Na, da geht es um Work-Life-Balance. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, denen geht es nicht mehr so ums Geld, denen geht es vor allem darum, habe ich eine Betreuung für meine Kinder, habe ich akzeptable Freizeiten, muss ich nicht zu viele Nachtdienste machen, habe ich genug Wochenenden frei. Das sind durchaus Faktoren, die ganz, ganz wesentlich sind. Im Rahmen der Erhebung des Krankenhausvertrauensindex wurde auch erhoben, ob das Krankenhauspersonal als Folge der neuen Arbeitszeitregelungen 48 statt 60 Stunden mit einer Leistungsreduktion der heimischen Spitäler rechnet. Alarmierende Zahlen. 40% aller Krankenhausmitarbeiter gehen von einer Verschlechterung aus. Unter den Ärzten sogar 48%. Zumindest Experten können diesem Ergebnis überraschend Positives abgewinnen. Ich bin froh, wenn die Leistung zurückgeht, weil wir viel zu viel stationär behandeln. Und man darf nie vergessen, ein stationärer Aufenthalt ist auch gefährlich. 6% der Patienten im Spital stecken sich an mit einer Krankheit, die sie nur im Spital kriegen können. Das ist wirklich zu kurz gegriffen. Ich glaube, das, was die Aktio Arbeitszeitgesetz verlangt, eine Reaktion. Und die Reaktion heißt Restrukturierung. Und man wird einfach auch die Dimensionen von Krankenhausbetreuung in Österreich nach unten strukturieren müssen. Das ist etwas, was der Prozess läuft ohnehin. Wir haben deutlich weniger Krankenhausbetten wie noch vor 10 Jahren. Dieser Prozess wird sich auch durch eine solche Geschichte, die wir da gerade erleben, beschleunigen. Ich glaube, wenn wir in 2 Jahren die gleiche Umfrage noch einmal machen, werden wir drauf kommen. So hoffe ich zumindest, wenn wir drauf gekommen sind, die Primärversorgungszentren funktionieren. Im Spital selber gibt es ja Leistungsverschiebung, ja, aber das, was an Leistung zu erbringen ist, wird im hohen Ausmaß zu machen sein. Dass die österreichischen Krankenhäuser besser sind als ihr Ruf, lässt auch der jährlich von der IER GmbH erhobene Krankenhausvertrauensindex erhoffen. Der zeigt schlicht und ergreifend, wie ist das Vertrauen in Krankenhausleistungen. Und wer könnte das jetzt besser beurteilen als die Angestellten, als das Personal im Krankenhaus, Ärzte, Pflege, Verwaltung? Wir haben gefragt, bei einem geplanten Eingriff, würden Sie sich im eigenen Krankenhaus behandeln lassen? Und 86% sagen ja oder eher ja. Und das hat uns eigentlich sehr verwundert, in Anbetracht der vielen kontroversen Diskussionen, die es bei unseren Konferenzen zu dem Bereich gibt. Wenn das Krankenhauspersonal selber sagt, dann ist das schon ein sehr guter Prozentsatz, weil die wissen ja auch, was alles schief geht, nicht? Ob das österreichische Gesundheitssystem seine Qualität erhält, die junge Ärzteschaft ins Ausland abwandert und der österreichische Patient gar mit einer Zweiklassenmedizin konfrontiert wird, hängt wesentlich von der Reformentwicklung der nächsten Monate ab.